Braucht man einen Garten, wenn man einen Hund vernünftig halten möchte? Darum geht's in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß jetzt schon mal beim Gucken. Geht gleich los. Ja, schön, dass du zuschaust. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich das halt oft höre, wenn sich Leute noch überlegen, ob sie sich einen Hund anschaffen oder nicht, dann hört man ganz häufig das sogenannte Totschlagargument, ja, ich habe ja einen eigenen Garten, das ist ja super. Ich glaube auch, dass ein eigener Garten jetzt vom Prinzip besser ist, als wenn man jetzt im Hochhaus wohnt. Allein schon, wenn ich daran denke, dass ich den Welpen stubenrein bekommen möchte. Oder dass vielleicht auch dann später der Erwachsene und vielleicht auch mal Durchfall haben könnte und es darum geht, dass man schnell rauskommt. Ja, aber, und jetzt kommen diese ganzen Abers. Was ganz oft dann passiert, wenn Hundebesitzer auch Besitzer eines schönen großen Gartens sind, eines eigenen Gartens, den der Hund dann frei so nutzen soll, dann bleibt es auch ganz schnell mal dabei, dass man nicht mit dem Hund dass nicht mit dem Hund Gassi gegangen wird und man was zusammen erlebt, sondern dass man von dem Hund erwartet, so, jetzt hast du ja einen schönen großen Garten, jetzt spiel mal schön. Er soll sich da selbst beschäftigen und er soll da das Wetter genießen und was weiß ich, was sie sich vorstellen. Er soll aber ganz viele Sachen nicht machen. Zum Beispiel sich am Zaun aufregen, den Rasen zu einer Kraterlandschaft umgestalten, Äste abreißen, den Teich dann da von den Seerosen befreien, die Fische erschrecken. Ja, ein anderes Fehlverhalten, was gerne passiert, wenn Hunde zu aufgeregt sind und sich selbst überlassen sind, das ist, dass sie extrem anfangen zu kläffen. Also wegen was auch immer. Weil sie jagen meinetwegen Vögel, sie regen sich auf wegen Leuten, sie hören einen anderen Hund bellen und fangen gleich an mit zu bellen. Sie bellen eigentlich wegen jedem Scheiß sozusagen. Und das ist auch. Da musst du dir keine Gedanken machen, wie du jetzt das Bellen wegbekommst, sondern musst dir Gedanken machen, wie das um die Auslastung deines Hundes bestellt ist. Und wahrscheinlich nicht sehr gut, weil sonst würde es ein Hund nicht machen. Ne? Der macht das ja nur, wenn er aufgeregt ist. Ne? Um solche Sachen zu verhindern, wollte ich dir jetzt mal ein paar Tipps geben. Wenn man mit dem kleinen Welpen in den Garten rausgeht und man möchte für später das so haben, dass der Hund sich im Garten halt vielleicht auch wirklich dann mal, wenn man ihn alleine lässt, da ruhig verhält, dann sollte man noch gleich gucken, dass man im Garten auch jetzt nicht gerade so viel aufgeregten Kram macht, sondern dass man mit dem Welpen zusammen im Garten ist und ihn vielleicht so ein bisschen beschäftigen, vielleicht so ein paar kleine Übungen mit dem machen oder so. Aber ihn auch bestimmt nicht jetzt irgendwie, ja, wer kommt denn da? Oder irgendwie so, wenn ich jetzt sehe, dass da irgendein Mensch am Zaun vorbeiläuft oder mit ihm ekstatisch da Ball spielen oder irgendwie sowas, weil das erwartet er dann. Und wenn das dann nicht erfüllt wird, weil der Besitzer halt nicht dabei bleibt, dann sucht er sich was Eigenes, wo er dann seinen Dampf ablässt. Und das ist bei vielen Hunden, dass sie buddeln zum Beispiel oder dass sie irgendwo Zweige abkauen oder naja, letztendlich vielleicht das, wo die meisten dann so ein bisschen Bammel vorhaben, das ist, dass er versucht, aus diesem langweiligen Garten rauszukommen, weil draußen ist das wahre Leben. Und im Garten ist doof. Und Hunde sind da richtig gut drin, Schwachstellen in einem aufgestellten Zaun zu entdecken. Und das haben schon ganz, ganz viele Hundebesitzer dann auch miterleben dürfen, dass es auch manchmal bei einem 2 Meter eingezäunten Grundstück für den Hund ein leichtes ist, da rauszukommen, wenn es halt da drin langweilig ist. So eigenständiges Spielen, also dass wirklich ein Hund da mit einem Gegenstand ja meistens wirklich da selber Zeit verbringt und sich beschäftigt, das sieht man eigentlich nur wirklich bei ganz, ganz jungen Welpen und auch wenn, dann für kurze Zeit nur. Erwachsene Hunde, jetzt am Beispiel von Ria, die spielen schon gerne, also meine zumindest spielt sehr gerne, aber sie hört sofort auf damit, wenn sie sieht, dass ich gehe. Und was dann passiert, das ist immer das Gleiche. Ihr guckt noch so ein bisschen fragend, so wie jetzt gehen, ne? Und dann lässt sie das Spielzeug fallen und folgt mir bis zur Tür. Dann wartet sie dort auf mein Zurückkommen. Und
spielt nicht alleine, sondern sie wartet halt. Und da kann der Garten auch meinetwegen 10.000 Quadratmeter groß sein. Hunde beschäftigen sich da jetzt nicht selber. Es sei denn mit Sachen, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Nämlich jetzt wirklich dann vielleicht hier ganz intensives Bewachen von diesem Grundstück, weil es das Einzige ist, was man dort machen kann. Ich weiß nicht, ob du auch wie ich da den Film Pets gesehen hast, wenn der Mops da auf seinem Sessel sitzt und wartet, bis das Eichhörnchen erscheint und sich dann tierisch aufregt und dann wartet er wieder, bis das Eichhörnchen erscheint. Und so machen viele Hunde das. So, und dann kommen dann die Besitzer nicht darauf, was da eigentlich der Grund dafür ist, dass der Hund wie ein Idiot mit 40 km/h an der langen Zaunfront entlang rast, bloß weil da jetzt vielleicht ein Auto dran vorbeigefahren ist oder ein Radlfahrer oder was auch ich immer. Einige finden das sogar lustig, nach dem Motto, ja, dann kann er sich ja auch nicht abreagieren. Aber der reagiert sich dabei nicht ab, sondern der reagiert sich immer mehr hoch. Ne? Also der ist dann total im Wahn und meint, er müsste da jetzt aufpassen und hat insofern da nichts Entspanntes, sondern der hat richtig Stress, weil er muss ja aufpassen und alle Eindringlinge da jetzt von seinem Grundstück fernhalten. Ne? Und das ist nicht schön. Für Hunde ist es ganz normal, dass sie, wenn jetzt nichts los ist, also wenn sie satt sind und wenn da kein Anlass ist, sowieso nicht, dass die da rumliegen und auch pennen. Ne? Also die sagen jetzt nicht so, ey Mann, ist schon jetzt 15 Uhr, jetzt müssen wir mal langsam los zum Joggen oder irgendwie was, sondern was für die Fitness tun oder so. Das machen Hunde ja nur, wenn es auch wirklich einen Anlass dafür gibt. Ne? Und ich sehe da als, sagen wir mal, so kleine Gefahr, wenn man jetzt einen Hund hat und Gartenbesitzer ist, dass man sich dann auf diesen Garten dann auch komplett verlässt und mit dem Hund zusammen nicht mehr so viel stattfindet. Und wenn, dann auch wieder nur aufgeregten Kram. Also intensives Ballspielen oder ich fang dich oder Gezerre an irgendwelchen Sachen, also so, weißt schon, ne, so Zerrspiele. Oder halt intensives Ballspielen und das macht die Hunde blöd. Du siehst es an den Blicken dann schon an bei den Hunden. Ich bin mir sicher, du kennst bestimmt irgendwie so einen Hund oder hast schon mal so einen gesehen, der sich so verhält, der im Garten da völlig abgeht wie Schmidts Katze und auch insgesamt kein ruhiger, entspannter Hund ist. Und das habe ich nicht bei Hunden, die jetzt vielleicht keinen eigenen Garten haben, die in einer Wohnung gehalten werden. Und wo die Leute wirklich, naja, ich will nicht sagen gezwungen, weil normalerweise soll man das ja gerne machen, wo die Leute mit den Hunden zusammen etwas unternehmen, wenn sie denn das Haus verlassen. Und das ist dann schon, das ist besser, ne? Weil die Gefahr ist tatsächlich da, dass wenn man einen Garten hat, dass man sich darauf verlässt, naja, kann sich der Hund da ja austoben. Grundsätzlich finde ich die Idee ja nicht schlecht, dass man sagt, anstatt dass der Hund jetzt da im Haus mit rumliegt, dann kann er ja auch im Garten sein. Aber was dann dabei rauskommt, ist halt, dass er sich selbst überlassen ist. Und Hunde wollen eigentlich nicht alleine sein. Hunde wollen bei den Menschen sein. Und sie hätten da jetzt kein Problem mit, dass sie halt, wenn ich im Haus bin, dass sie auch im Haus sind. Also bei Ria wäre das so. Die bleibt nicht im Garten. Wenn sie die Chance hat, hinter mir herzukommen, dann will sie mit mir mit. Die will nicht im Garten bleiben. Und dass der Hund an der frischen Luft irgendwie besser aufgehoben ist, wenn man jetzt vielleicht mal wirklich mal weg muss und kann den Hund nicht mitnehmen, das sehe ich vom Prinzip her ähnlich. Ich habe dann bloß immer im Kopf, was ist denn jetzt, wenn der Hund vielleicht noch in einem Garten drin ist, meinetwegen wirklich auch sicher eingezäunt, der kann nicht raus. Was bringt er sich da vielleicht für Quatsch bei, wenn er da alleine ist? Oder was machen andere Leute mit meinem Hund, wenn ich da nicht dabei bin? Ne, das gibt so Fälle, das ist nur durch Überwachungskameras rausgekommen, dass die Erklärung dafür, dass der Hund jetzt auf einmal dann den Nachbarn fressen wollte, dass der den in Abwesenheit der Besitzer extrem geärgert hat, mit Steinen beschmissen hat und all so eine Sachen. Ne? Ich meine, gut, das ist jetzt vielleicht eine Ausnahme, aber ich lasse doch mein Kind auch nicht ohne Aufsicht. Ne? Und das für den Hund dann eventuell besser, wenn er sich jetzt nichts Blödes angewöhnen soll, dass er für die Zeit meiner Abwesenheit tatsächlich lieber im Haus ist. Ne? Ja, also zusammenfassend, es ist durchaus möglich, einen Hund wirklich auch artgerecht zu halten, wenn man jetzt kein Gartenbesitzer ist. Es hat vielleicht Vorteile, wenn man einen hat, weil von wegen Stubenreinheit und so weiter und für mal die Notfälle oder so. Aber es geht auch ohne einen eigenen Garten. Wenn man einen eigenen Garten hat, dann
sollte man wirklich sich richtig Mühe geben, den Hund außerhalb des Gartens auszulasten und dem Hund im Garten sowas wie wirklich ruhiges, entspanntes Verhalten beizubringen, eben anzugewöhnen. Dort passieren keine jetzt richtig krassen, aufgeregten Sachen. Spielen, wenn der Hund das denn gerne macht, kann man auch auf dem Spaziergang, was viel mehr Sinn macht, als es auf seinen Garten da dem Hund zu beschränken. Und ja, überlass den Hund nicht sich selbst, weil da kommen meistens keine schlauen Sachen bei raus. Der nimmt sich kein Buch und fängt an zu lesen, sondern der macht dann da Blödsinn. Ne? Und er will nicht alleine sein. Das, was sonst passiert, dass sie dir die Blumen wieder ausbuddeln, dass sie die geerntete Teich- oder Seerose vielleicht auch durch die geöffnete Terrassentür ins Wohnzimmer tragen und totschütteln, das passiert nur, wenn sie sonst nicht unter Beobachtung waren. Das ist wie bei kleinen Kindern, die machen dann auch Mist, ne, wenn du sie alleine lässt. Also mit den Hunden was zusammen machen, möglichst gar nicht mal unbedingt nur im eigenen Garten, das kann man auch prima draußen machen. Und dann hast du einen ruhigen, chilligen Hund, der dann vielleicht wirklich mit dir zusammen im Garten dann rumliegt und einfach den Herrgott einen lieben und netten Mann sein lässt. Ja, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Wir sehen uns bestimmt in einem von meinen nächsten Videos. Über ein Like würde ich mich natürlich sehr freuen. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das ja tun. Kostet ja nichts, weißt schon. Also, wir sehen uns. Bis demnächst. Deine Steffi.